Ja, ich freue mich, heute hier vor dem Kurhaus Wiesbaden zu stehen, einem der schönsten Veranstaltungsorte des Rheingau Musikfestivals und einem der schönsten Konzertsäle, nämlich der Friedrich von Schirmsaal in ganz Europa. Und ich begrüße ganz herzlich Martin Michel, den Geschäftsführer von Wiesbaden Marketing, von auch hier natürlich vom Kurhaus und vom RMCC, der neuen großen Veranstaltungsstelle in Wiesbaden. Und wir sind seit dem ersten Festivaljahr 1988 zu Gast hier in Köln. Darauf sind wir stolz, lieber Michael. Ein herzliches Willkommen. Es ist immer wieder eine Freude, dass das Rheingau Musikfestival ja eigentlich so den zentralen Ort bespielt. Das Kurhaus war schon immer ein gesellschaftlicher Mittelpunkt, ist gesellschaftlicher Mittelpunkt unserer Stadt und Region. Das ist eine große Freude, dass natürlich das Rheingau Musikfestival fester Bestandteil ist. Und insofern freuen wir uns auf viele, viele Konzerte, auch wenn es in diesem Jahr tatsächlich anders ausschaut. Wir haben große Veranstaltungen hier erleben dürfen, großen Künstlern, über die wir heute auch vielleicht sprechen werden. Also insofern immer wieder eine Freude, dich persönlich hier auch im Haus begrüßen zu dürfen. Im ersten Jahr hatten wir ein Konzert hier in Moskau, der Virtuosen, im August 1988. Im nächsten Jahr dann zwei Konzerte, Kammermusik, und dann erzähle ich gleich noch einiges dazu. Das war mit Martha Agerich, David Geringas und einigen anderen, deren Freunde. Und da gab es eine kleine Begebenheit, die durchaus berichtenswert ist. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir tatsächlich in einen der schönsten Konzertsäle unserer Republik und gehen vielleicht in den Friedrich von Schirmsaal. Ja, gerne. Wie ich schon sagte, waren wir von Anfang an im Jahre 1988 beim ersten Rheingau Musikfestival schon hier in diesem wunderschönen Konzertsaal, allerdings nur mit einem Konzert. 1989 hatten wir dann zwei Konzerte, und zwar mit Kammermusik. Schumanns große Kammermusik am 15. und 16. Juli. Am 16. Juli ist Herbert von Karajan gestorben und ich bat die Künstler doch vielleicht, ein kleines Gedenkstück zu spielen. Es war aber eigentlich niemand bereit, weil keiner engen Kontakt zu Karajan hatte, mit Ausnahme von David Geringas, der dann auch einen Satz aus der Cello Suite von Johann Sebastian Bach zum Gedenken an Herbert von Karajan spielte. Dann war noch ein Ereignis. Martha Agerich, eine traumhaft tolle Künstlerin, Musikerin, Pianistin, hat ihre Noten vergessen. Angeblich, bei der Probe waren sie noch da und kurz vor der Aufführung waren die Noten verschwunden. Es standen zwei Flügel auf dem Podium. Ich bin dann zum Publikum gegangen und habe gesagt, vielleicht hat noch jemand Noten von Schumanns Klavierquintett zu Hause und wohnt hier in der Nähe und kann die uns schnellstens besorgen. Sofort ist auch eine junge Frau aufgesprungen, hat den Saal verlassen, um die Noten zu holen. Dann haben wir aber kurz darauf festgestellt, dass Martha Agerich, die ja wirklich eine hervorragende Musikerin ist, aber ein bisschen chaotisch, ihre Noten auf einem anderen Flügel hat liegen lassen während der Probe und nicht auf dem Flügel, auf dem sie jetzt auftreten sollte. Also das Problem war gelöst, aber sie war auch gelöst, zwar aufgelöst. Ja, mittlerweile haben wir natürlich ganz andere Anzahl von Konzerten in diesem Saal, das geht an die 30, 35 Konzerte pro Saison mit den größten Orchestern, den besten Künstlern unserer Zeit, und es ist immer wieder ein Ereignis, in diesem wunderschönen Saal hier Konzerte aufführen zu können. Ja, zwischenzeitlich ist das ja tatsächlich so, dass das Rheingau Musikfestival für unsere Stadt und die Region sehr prägend ist. Und gerade, was wäre der Sommer ohne das Rheingau Musikfestival? Insofern, dieses Haus lebt in den Sommermonaten von den Konzerten des Rheingau Musikfestivals. Nicht nur hier im Haus, sondern auch mehr und mehr im Außenbereich von unserer Konzertmuschel. Das ist für uns natürlich, für diejenigen, die dieses Haus betreiben dürfen, eine große Freude zu erleben, wie dieses Haus dann kulturell tatsächlich pulsiert. Große Künstler sind hier schon aufgetreten. Ich freue mich immer wieder, wenn ich im Programm den Namen Anne-Sophie Mutter lese, weil ich glaube, sie mag unser Haus. Die ein oder andere Konzertaufnahme wurde ja hier schon realisiert. Also insofern ist das tatsächlich auch für uns ein wichtiger Imageträger und wie gesagt ein großer Freund. Sie war wirklich begeistert von dieser Atmosphäre, von dieser Akustik, und auch Guido und Grämer hat hier schon
Schallplattenaufnahmen gemacht. Insofern ist dieser Saal auch deutschlandweit oder europaweit, man kann sogar sagen weltweit berühmt, denn auf den Platten oder auf den CD steht drauf, diese Aufnahmen wurden im Rahmen des Rheingau Musikfestivals im Friedrich von Tirschthales Wiesbadener Kurhaus aufgenommen. Für mich bedeutet dieser Kurhaussaal, dieser Friedrich von Tirschthales, sehr viel, denn meine ersten Konzerte in jungen Jahren, als ich noch Schüler war, habe ich hier gehört. Das waren die Jugendkonzerte des Hessischen Staatstheaters. Ich hatte damals schon ein Abonnement. Und es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie wirklich stimmt. Dieses Kurhaus wurde 1907 aufgebaut und Kaiser Wilhelm sagte angeblich bei der Einweihung, ein solches luxuriöses und wunderbares Kurhaus kann ich mir in Berlin nicht erlauben. Also tatsächlich sprach Kaiser Wilhelm II. Bei der Eröffnung 1907 vom schönsten Kurhaus der Welt. Das kann man natürlich aus Stadtmarketing-Sicht heute nur unterschreiben. Es ist tatsächlich so, dass dieses Haus nach wie vor fasziniert. Und wir erleben natürlich jetzt auch eine Situation, die für uns neu ist. Wenn man sich den Saal anschaut, wenn man in den Saal reinschaut, im Normalfall könnten 1350 begeisterte Kulturbesucher hier die Veranstaltung verfolgen. Und aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir natürlich auch bei uns im Haus und hier im Friedrich-von-Tiersch-Saal die Bestuhlung anpassen. Und in einem Raum, wo normalerweise 1350 Personen Platz finden, kann ich jetzt unter den Corona-Pandemie-Regeln, unter Einhaltung der entsprechenden Abstände, knapp 190 Personen im Parkett und Rang zusammen platzieren. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, aber wir lassen uns da nicht entmutigen. Wir sind da und wir haben die Hoffnung, dass wir gemeinschaftlich auch in den nächsten Jahren wieder große Konzerterlebnisse hier mit einem Präsenzpublikum erleben dürfen. Ein bevorzugter Platz hier, diese sogenannte Kaiserloge oder auch Mittelloge. Hier hat man einen akustisch hervorragenden Platz, hier hat man einen Platz, in dem man wirklich alles sieht, in dem man das Orchester hervorragend sieht, indem man die Schlagzeuger beobachten kann, indem man den Pianisten auf die Hände schauen kann. Das ist allerdings nur mit 15 Plätzen ausgestattet. Aber wie gesagt, das ist einer der bevorzugten Plätze hier im Friedrich von Tirschthal. In dieser Kaiserloge saß tatsächlich bei der Eröffnung dieses Hauses Kaiser Wilhelm II. Und verfolgte von hier oben majestätisch die entsprechende Eröffnungszeremonie. Da gibt es tatsächlich eindrucksvolle Bilder auch. Es war unheimlich geschmückt gewesen. Also schon damals erkannte man die richtige Stelle, um die Veranstaltung zu verfolgen. Und es ist tatsächlich so, dass bei einer Vielzahl von Veranstaltungen, die wir hier im Haus durchführen können, tatsächlich diese Mittelloge so der beliebteste Platz ist, um das zu verfolgen, was auf unserer Bühne dann passiert. Ja, und dann kam die große Katastrophe. Der Rambach überschwemmte Teile der Stadt und natürlich das Kurhaus. Alle Leute mussten natürlich sofort evakuiert werden. Teilweise sind die Autos in der Tiefgarage abgesoffen und das Kurhaus war monatelang nicht mehr benutzbar. Wir mussten dann unsere Konzerte nach Mainz verlegen, in die Rheingoldhalle. Und natürlich nicht vergleichbar mit diesem wunderschönen Raum hier in Wiesbaden. Das war tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Zeit damals für das Haus. Und die Folgemonate waren geprägt von Aufräumarbeiten, von Sanierungen. Und wir sind stolz darauf, dass es uns wieder gelungen ist, tatsächlich das Haus wieder so herzustellen, wie es sich vor der Überschwemmung präsentiert hat. Wir befinden uns quasi auf der ehemaligen Kaffeeterrasse. Früher war das eine offene Terrasse gewesen. Ehemalige Hausherr und Co-Direktor Henning Wosselow hat mit viel, viel Engagement dafür gesorgt, dass tatsächlich dieser Raum ausgebaut worden ist zu einem Wintergarten, so wie er sich hier heute präsentiert. Und es ist einer der beliebtesten Räume unterdessen im Haus. Gerade, Michael Herrmann hat es erwähnt, mit den Blickachsen in den Kurpark hinein und viele auch Sponsoren freuen sich eben an den Räumlichkeiten und an der Möglichkeit, dann auf die vorgelagerte Terrasse zu gehen und auch die Konzerte dann quasi live mitzuerleben. Das
ist immer wieder schön, wenn man erlebt, wie begeistert eben die Besucher auch diesen Raum aufnehmen. Er ist ja tatsächlich so ein bisschen so eine Symbiose aus der historischen Architektur und eben der Neukonstruktion dieses Wintergartens. Und er passt einfach ganz gut und wird unheimlich gut angenommen. Sitzen wir in dem wunderschönen Kurpark. Hier machen wir auch regelmäßig Konzerte. Früher gab es hier Kurkonzerte. Das haben wir quasi wieder aufleben lassen. Hier war Gregory Porter, Max Giesinger, Johannes Erding. Hier hatten wir die Carmina Burana vor Jahren, hier The Last Night of the Proms mit der Philharmonie der Nationen und Justus Franz. Hier fühlen die Leute sich sehr wohl. Hier können wir bis zu 3000 Personen setzen und unter Corona-Bedingungen vielleicht noch 200. Also es hat sich alles verändert, aber in der Hoffnung auf bessere Zeiten und aufs nächste Jahr planen wir natürlich wieder. Die moderne Interpretation der Kurkonzerte finde ich tatsächlich sensationell, weil das auch Veranstaltungsformate sind, die für uns wertvoll sind, gerade hier im Kurpark, der ja im Stil eines englischen Gartens angelegt sind. Das ist einfach ein unheimlich tolles kulturelles Angebot und immer wieder inspirierend zu sehen, wie hier diese Konzertmuschel, eine historische Konzertmuschel, modern interpretiert gespielt wird. Und man erlebt das ja, man hat es in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Junge Künstler, die hier aufgetreten sind, haben dazu tatsächlich geführt, dass da dieser Konzertpark, dieser Kurpark nochmal ganz anders belebt worden ist. Und das prägt ja auch das Rheingau Musikfestival. Das ist immer wieder Überraschendes passiert. Dafür sind wir dankbar. Letztes Jahr bei Maido hat es strömend geregnet und keiner ist aufgestanden. Alle saßen in ihren grünen Capes hier. Das fand ich schon sehr bewundernswert. Und von unserem Publikum natürlich große Solidarität, nicht wegzugehen. Alle großen Künstler und großen Orchester, die hierher kommen, fühlen sich sehr wohl. Hier waren die Berliner Philharmoniker, die Wiener Philharmoniker, New York Philharmonic, das Orchester der Metropolitan Oper. Wir hatten hier die großen englischen Orchester, London Philharmonie, London Symphony mit Sir Simon Rattle. Andere wie Mutter war schon genannt worden, die hier regelmäßig beim Rheingau Musikfestival auftritt. Alle sind begeistert von der Atmosphäre und von der Schönheit des Saales und natürlich auch hier von der Außenanlage. Ja, das war der Sommer ohne Musik, in der großen Hoffnung, dass man im Herbst, also spätestens nächstes Jahr im Sommer, wieder hier unsere Konzerte veranstalten können. Und insofern hoffen wir, dass sich die Situation verändert. Also das ist tatsächlich unsere Hoffnung, die uns in dieser Situation auch vielleicht noch mehr zusammenschweißt als in der Vergangenheit. Wir waren immer schon sehr, sehr kooperativ und eng miteinander verbunden. Das Rheingau Musikfestival ist einer auch unserer wichtigsten Ankermieter im Haus. Wir haben vorhin über das Thema Wirtschaftlichkeit gesprochen, aber nicht nur Ankermieter, sondern auch unterdessen ein ganz wichtiger Partner und ja, Freund des Hauses. Also insofern drücken wir uns alle zusammen die Daumen, dass wir nächstes Jahr wieder einen Sommer voller Musik erleben bei uns im Haus. Ja.